Ja, dann würde ich mal dem Heiler einfach folgen. Oder die Richtung folgen, die er zeigt wahrscheinlich. Ja, geht in einen kleinen Raum, öffnet da eine Tür, in die ihr dann alle reinpasst. Ist ja auch, gibt große Spiegel. Und er drückt dann einen Knopf und ihr bewegt euch dann in dieser kleinen Kammer nach oben. Er öffnet die Tür wieder und ihr steht in einem ganz anderen Stockwerk. Hat auch so ein bisschen in eurem Kopf weitere Kopfschmerzen gegeben. Seid ihr nicht ganz sicher, wie das alles funktioniert. Und steht dann, ja, in an der Obergeschosse, welches Stockwerk seid ihr euch nicht ganz sicher. Teppich vor euch. Der Arzt geht dann in eines der Zimmer, ziemlich groß. Direkt dann auch mit Blick auf die alte Residenz. Auf den Schlossplatz. Und ja, hier gibt es dann zwei große Doppelbetten. Ja, dann auch mit Gewändern über dem Bett selber. So. Diese Himmelsbetten, mehrere Sitzgelegenheiten, eine Lounge und mehrere weitere Bilder, die sich dort an den Wänden befinden, Vasen. Ja, habt ihr erstmal Ruhe. Ja, irgendwie erstmal aufs Bett fallen lassen und den Heiler erstmal machen lassen. Ja. Man stellt die Tasche vom so neben das Bett, dass sozusagen der Heiler nicht blockiert wird, dass Abel mir immer seine Tasche rankommt und lässt sich selber irgendwo auch auf den Boden einfach sinken wie ein einfacher Diener. Meine Herren, darf ich Ihnen ein Bad einlassen? Es klingt hervorragend. Ich vermute, ihr wollt euch erholen. Ja, gewiss. Soll ich Musik nach oben schicken lassen? Nein, das wird wohl nicht nötig sein, aber vielleicht könnt ihr meine Gefährten auch noch behandeln. Selbstverständlich. Ich muss dank Dublin, ich bin nur in Begleitung des Markus hier. Ja, der Diener geht nach draußen auf den Flur, klatscht noch einmal, gibt ein paar murmelnde Befehle und nach ungefähr 2 Minuten kommen dann 2 weitere Heiler nach oben, die sich dann auch um euch kümmern. Der Diener, der euch dann eben von der Straße abgefangen hat, kommt dann noch einmal zu Abel mir und flüstert ihr dann so ein bisschen dazu. Darf ich euren Namen bitte in Erfahrung bringen? Ich muss wissen, auf wen ich die Rechnung ausschreibe. Abel mir Jamorinis. Ausgezeichnet, das reicht mir. Nickt ihr dann immer lässt sich auch versorgen. Er geht aus dem Raum, 2 weitere Diener kommen herein, bringen dann heißen Tee, Gebäckstückchen, frische Backware, also tatsächlich Kekse. Und ja, ihr könnt es euch hier gut gehen lassen im Hotel. Immer lässt sich's gut gehen bei Tee und Keksen. Ich würde mich auch gern versorgen lassen. Wirkt es als zusätzliche Heilung, weil die genug Sternchen haben bei der Probe für heilende Wunden? Wie viel Regenerationsbonus würde das geben? Regenerationsbonus auf die Nacht ist +6 und in den Betten habt ihr sowieso einen Bonus von +6, also würdet ihr die Nacht, wenn ihr hier schlaft, mit einer +12 regenerieren. Wenn ihr möchtet, könntet ihr auch jetzt die erste Ruhephase beginnen, das wäre okay. Ich werde das nicht in Anspruch nehmen. Denn das ist definitiv über meinen Verhältnissen und ich werde Abel mir nicht auf der Tasche legen. Ich mache entsprechend also erstmal einen Ausritt. Immer wird das nutzen. Das kennt ihr nicht so gut, aber das ist schön hier. Man hat den Mann gerettet, da kann der auch mal dankbar sein. Gut, dann würde ich euch einmal bitten, Abemir, das ist deine Rechnung, dann würfelst du bitte 2W20. Okay. Nee, das sind W12. Ja, 2 Stück, einmal die 2. Dann gibt es für euch nach etwa 30 Minuten, während ihr dort versorgt werdet, wird er nach oben gebracht. Pochierte, geräucherte Entenleberterrine als Hauptgericht und die Nummer 8 anbornischen Kartoffelstampf. Dann einen weiteren W20 bitte. Die 19. Als Nachspeise kandierten Ingrimwurz bestäubt mit Schokolade. Jalan reitet mit seinem treuen Pferd Blutschluck durch die Stadt. Zum Praios-Tempel. Da kommst du nicht hin. Du wirst erkennen, wenn du in Richtung Norden reitest, fragst dich ein bisschen herum, fragst dich durch die Gegend, dass auch hier die Stadttore verschlossen sind. Die Stadttore heruntergelassen und die Stadtwache wird hier verhindern, dass jemand hindurchkommt. Ich meinte den Tempel der Gerechtigkeit. Ist das kein Tempel? Achso, gut. Ich dachte, du wolltest... Die Stadt des Lichts noch nicht, nein. Ja, noch nicht.
Bandstrahlturm, Preis Tempel der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerichtshaus ist, aber es klingt wie ein Tempel. Ja. Vor und im Tempel der Gerechtigkeit kommt es, ich muss gerade mal schauen. Ja, okay, du kannst dann den Freiheitstempel der Gerechtigkeit betreten und wirst dort wohl auch mehrere Geweihte und auch Botenschreiber erkennen, die dann hier für Ordnung sorgen, bisschen in Aufruhr sind, auch viele Bandstrahler, die jetzt aus dem Bandstrahlerturm in die Richtung gegangen sind und ebenso jetzt ausrücken und für Ordnung sorgen. Ich lege eine Münze in den Opferstock und suche mir eine ruhige Nische zum Beten. Dann bete ich da erstmal eine Stunde drüber nach, ob dieser Pfeil des Lichts jetzt aus der Reihe war oder ob er recht hatte. Fragst du Praios nach Einsicht? Ja, wenn von ihm keine kommt, mache ich mir halt selber Gedanken. Du kannst mal auf Klugheit würfeln. Ich meine, Rechtskunde wäre angebracht, oder? Rechtskunde, hau rein. Moment, hier ist es. Ja. Du warst im Recht. War im Recht. Das werde ich im Heim zahlen. Ja, hast seinen Namen, kannst ihn aufsuchen. Die Pfeile des Lichts sitzen beim Schwert und Stab. Und wenn, ich weiß nicht, wie spät es dann ist, vermutlich wird es auf den Abendrasern zugehen. Werde ich mich dann unter Einsatz von ein paar Geldmünzen durchfragen, wo man denn schlafen kann. Ja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ich muss gerade mal gucken. Natürlich ist immer die Taverne voller Humpen eine Möglichkeit. Ich glaube, die Heldentaverne ist außerhalb der Stadt. Das wäre sonst auch eine ganz typische Taverne. Naja, du warst damals nicht dabei. Du bist erst nachgeratet dazu gekommen. Ja, Taverne voller Humpen ist tatsächlich das, was in deinem Preisniveau mit am besten ist. Das ist einfach so. Hotel Ulmenstab wäre auch neben dem Pentagon-Tempel gelegen, also zwei Häuser weiter. Das ist aber auch wieder zu teuer. Das ist ein richtiges Hotel und keine Taverne mehr. Ja, ich werde mich da dann vorzugsweise ein Einzelzimmer einmieten. Gut. Costa Quanta? Muss gerade gucken, ob der Taverne... Wahrscheinlich ist das P5, oder? P5 oder P6. Werde ich nochmal recherchieren. Wird so im Rahmen von Silbertalern liegen und nicht Dukaten. Mhm. Das sieht bei Abelmir allerdings ganz anders aus. Was möchtet ihr tun? Immer hatte ich den Wams in allem vollgeschlagen, was man so kriegen kann. Beim Essen merkt dann Abelmir auch wieder, was er sich da eingeladen hat, nämlich den Bettler von der Straße. Ja. Immer, würfel mal mit 20. Ja, Moment. So, da kommt bei 20 die 1. Die 1. Dir wird ein Tablett angeboten mit mehreren Getränken. Dir jetzt wird zunächst angeboten das echte Bremer Feuer. Allerdings ist das wohl, glaube ich, in deiner aktuellen Lage nicht so das, was du möchtest. Zur Not wäre sonst auch noch ein Valpozeller auf Eisenzinneneis möglich. Also einen sehr süßen Eiswein. Helles Verdocker Gerstenbräu natürlich auch nochmal drin. Der Jaquetaler Marderwein, den Bosparagna, den Tuki, ein Nivesischer. Bosparagna, das klingt gut. Das haben schon Leute mal gesagt, die viel Geld hatten. Das will man. Ja, also vor allem, er bietet ja auch so ein merkwürdiges Gesöff an. Irgendwas aus Nivesenreich mit ja, irgendwie nivesischer Tee mit ranzigem Karenfett soll wohl auch helfen gegen die Kälte, aber ja gut, wenn es Bosparagna gibt, dann trinkst du den Bosparagna. Dann nehmen wir nochmal trotzdem den Abelmir W20, die 4, 1, 2, 3, 4 und dann während sich gerade immer durch die Speisekarte und auch die Getränke durchtestet, wird ihm gereicht Bärenschinken nebst echtem Semmelquast. Auch das so als kleine Vorspeise, so zum Zwischendurch, wenn man mit der Nachspeise fertig ist, dann wird dir der Bärenschinken gereicht. Ja, super, nimmt man. Danke, danke. Aber mir ist bewusstlos, ist dann ja eingeschlafen in diesen unglaublich bequemen Betten, die dann auch genau in den richtigen Bereichen stützen und deinen Körper dann in die richtige Richtung drehen. Da quietscht nichts, da ist alles so, wie es sein muss, auf echten Gänsefedern. Was tun die anderen, die beiden Zwerge? Ich schaue mir erstmal meinen Kumpel an, ist der verletzt? Blutige Platzwunde,
trinkt wohl gerade ein bisschen Bier. Also der ist jetzt auch echt zufrieden, dass es hier gutes Bier gibt und nicht irgendwie so ein ranziges Menschenbier, sondern halt das gute Fairdocker. Ach, und reichen wir auch mal was rüber. Ja, interessiert sich nicht für diese Couch-Gegenstände, sondern hat sich auf den Boden gesetzt. Das ist ihm dann lieber, dass er auf echtem Stein sitzt. Ach, das ist ja nicht unrecht. Also, ich bin ja noch nicht ganz sicher, aber das Bier ist fast besser als ein Xordosh. Sag's den Alten nicht, aber das, wenn das Bier hier immer so gut ist in den Menschenreichen bei den Großlingen, dann oh, da könnte ich mich dran gewöhnen. Geh mal her, das kann ich gar nicht glauben. Probier das auch mal. Oh, so viel guter Schaum und ist es gelb, es prickelt in deinem Hals. Dieser leckere, schön bitterer Nachgeschmack, es ist richtig schönes, helles Fairdocker. Also, ich glaube, da muss man erstmal den zweiten Humpen trinken, damit man überhaupt weiß, wie das wirklich schmeckt. Meine Herren Angroschi, wenn ich Ihnen noch etwas anbieten darf, ich habe auch dunkles Bier im Angebot, wenn es Ihnen und eurem Gaumen besser mundet. Geben Sie alles her, was gut schmeckt. Wir müssen ja mal gucken, ob ihr Menschen das auch wirklich könnt. Ja, selbstverständlich, ich werde euch die Bierkarte bringen lassen. Immer gesetzt sich dazu. Du isst so viel, schmeckt das? Das schmeckt super. Hier, da, Schinken. Ich meine, die machen nur so kleine Häppchen, aber die schmecken gut. Man muss einfach drei Stück davon aneinander stapeln. Ja, Ignar pokelt sich gerade irgendwas zwischen den Zähnen raus und schmiert das erstmal in den Teppich. Ihr wisst nicht genau, was das ist. Ja, ist okay. Gib mal her. Röps erstmal, lässt so ein bisschen Bier in sein Bart laufen, ritt dann auch irgendwie am Kettenhemd runter und auch weiter in den Teppich. Ja, dreimal sagst du, von Ömer. Stapeln. Dreimal, okay, warte. Wer bist du überhaupt? Ich bin Ömer. Ich bin schon mal mit dem Magier zusammengereist, der hohe Herr. Deswegen assistiere ich ihm immer, wenn ich ihn sehe und finde. Ja. So. Als bescheidener kleiner Diener. Ist ja nett von dir. Ja, er ist ja ein hoher Magier. Da Koptanin darf man nicht verärgern. Ich bin Torgosch, Sohn des Zolmarsch. Das ist Ignar, Sohn des Atrosch. Ja, ich bin Ömer Ibn Hamil, oder wie wir sagen würden, Ömer Sohn des Hamil. Ich nenne dich Ömer. Du hast dich wenigstens mit dem Namen deines Vaters vorgestellt. Vernünftig, mein Junge, vernünftig. Natürlich, mein Papa muss ja stolz auf mich sein, wenn ich Heldentaten tue. Richtig, richtig. Du hast schon Heldentaten getan? Ich war dabei, Wie viele Drachen hast du denn schon getötet? Von der Schmach, dass er sozusagen Darian Palligan nichts anhaben konnte mit seinem Unwasser, was ihn einfach vor Pfeilen geschützt hat und er deswegen ein besserer Bogenschütze werden musste in den letzten Jahren. Wasser ist böse. Niemand sollte zum Wasser gehen. Solche Schlachten hast du schon miterlebt, siehst du gar nicht nach aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich bin auch nur ein bescheidener Diener. Aha. Ich würde mal so sich von oben bis unten angucken. Naja, aber wenn du das sagst, dann glaube ich. Ich war dabei, aber ich konnte ihm nicht so viel. Ich bin nicht so gut im Kampf. Was bist du denn? Bist du ein. Ich kann vorschleichen und sozusagen gucken, ob da Feinde sind. Das habe ich gemacht, vor allem gut. Naja, solche haben wir auch. Die müssen mal gucken, wo die Drachen dann genau sind. Drachen habe ich noch keinen gesehen. Vielleicht lernst du noch einen kennen. Sind die gefährlich? Natürlich. Aber wenn du mal einen siehst, sag uns sofort Bescheid. Ich wüsste noch nicht, wie einer aussieht. Eine riesige Echse im Grunde. Schuppen. Fieses Grinsen meist im Gesicht. Hässlich wie die Nacht, sage ich dir. Und böse, durch und durch. Alle. Jeder einzelne von denen. Muss vorsichtig sein. Alles klar. Ja, also würde ich auf jeden Fall raten, sich zu verstecken. Und so wird immer trinkend, quatschend irgendwann dann auf dem Teppich einschlafen. Ja, ich schließe mich an. Ja, Ragnar, du hast ein weiteres Goldmünzchen, einen weiteren Beutel geöffnet für 17 Dukaten, die sich darin befunden haben, aber musstest jetzt natürlich weglaufen. Hast natürlich dann eine Flucht angetreten durch die Häusergassen, natürlich dann auch über die Dächer, wie es sich eben gehört, für einen echten Geräter, der den Häuserlauf beherrscht. Und ja, zu deiner Verwunderung stellst du fest, dass wohl auch Tusche mitgekommen ist. Du bist dir nicht ganz sicher, wo der herkommt, und plötzlich steht er neben dir. Warum sind wir eigentlich weggerannt? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich bin dir einfach gefolgt. Acht Fische. Ach, ist der immer noch dauervoll? Ich bin immer noch besoffen, Mann. Krasse Leistung, Mann. Also, dass du da vor allem mitgehalten hast, als ich da einmal hier, ne? Da, als ich den Praios-Tempel hochgeklettert bin.
Was? Starke Leistung von dir. War das Breyers Tempel? Ich glaube schon, Mann. Ich glaube, das hätte ich doch mitbekommen, oder? Na gut, ich bin betrunken, ich weiß das nicht so genau, aber... Ja, ist ja auch egal. Ja, schon. Du, im Zirkus lernt man klettern, das sag ich dir. Das wie, merkt wie man. Wie ein Äffchen, aber mein Affe ist ja tot. Du, aber sag mal, warum, also ist das dein Beutel? Das ist mein Beutel, klar. Ja, okay. Guck mal hier. Was machen wir jetzt? Die Hälfte jetzt? Davon gehört dir. Danke, das ist nett. So, da erlebe ich gerne Abenteuer. Du, aber ja, sag mal, ich auch sagen. Du, was machen wir denn jetzt? Also, ich war noch nie innerhalb der Stadt, ich war immer nur in Meinersgrund. Wie geht das jetzt weiter? Wir kommen doch jetzt hier raus, oder? Dorf war ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück nach Meinersgrund und gehe sicher, dass in diesem ganzen Chaos nicht meine armen Esel geklaut worden sind. Ja, okay, also, wenn du über die Mauer kommst, dann mach das mal dann. Ach, scheiße, die Tür ist ja abgeschlossen. Ja, die Tore sind runter. Also, ich habe das, immer hatte das vorhin gesagt, als er mich wieder zurückgeholt hat. Gab's da nicht diesen alten Schmuggelweg? Oder ist das schon zu? Ich glaube, der haben sie dicht gemacht. Du meinst den bei Tempelhöhe? Scheiße. Ja, bei Tempelhöhe, da konntest du durchgehen, aber mittlerweile geht das nicht mehr. Den haben sie entdeckt. Ah, das ist natürlich kacke. Kennst du dich mit den Nirgendgassen aus? Den was? Den Nirgendgassen. Ach, die, von denen man sagt, dass es die gar nicht gibt. Ja. Genau. Das ist doch Stuss. Ja, ich hab hier auch, hier drin kenne ich keine. Draußen hätte ich dir was. Oh, da gibt's diesen Schrank bei der alten Minna. Da jetzt erzählst du aber Märchen. Nee, da kannst du in den Schrank klettern und dann stehst du irgendwann in so einer alten Gasse. Von da aus kannst du quasi überall hin, wo du willst, aber ich traue mich den Sprung nicht, weil oft stehen da auch irgendwelche Banden und passen eben auf, aber. Ich hab nie genau verstanden, wie die Nirgendgassen funktionieren, aber. Ja, man immer erzählt sich eben so Märchen. An diese Nirgendgassen, nicht diese, wo man quasi irgendwo reingeht und plötzlich an einem ganz anderen Ort auftaucht? Ja, genau. Sind auch irgendwelche Gegenstände, die du anfassen kannst und dann. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ich hab mal mit einem. Er sagt selber von sich, dass er ein Magier ist, aber das glaube ich ihm nicht. Da konnte man nur so, naja, magische Dinge finden, sagt er. Und der hat mir dann gesagt, dass ich da in den Schrank klettern kann. Hat mir dann eben erzählt, dass man da eben auch gut Hederware verkaufen kann, aber. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich sollte nicht so viel trinken. Ah, ich denke, wir beide arbeiten ganz gut zusammen. Hier, du hast ja die Hälfte des Beutelinhalts gefunden. Mann, dafür werde ich in Meinersgrund abgestochen. Das sind Dukaten. Aber weißt du was? Die versaufst du jetzt einfach. Da trinke ich mich ja tot. Nee, gut, dann. Ja, ich meine, du kannst dir natürlich auch was anderes kaufen. Du musst es halt nur ein bisschen verstecken. Ja, dann schaue ich mal, danke. Ja, kein Ding. Ich suche mir eine Kneipe und dann. Vielleicht, ja, würde ich auch sagen. Wenn sie die Tore wieder öffnen, dann komme ich ja auch mit wieder zu. Mit dem ganzen Geld? Ach, da könntest du vielleicht sogar, Ragnar, du bist ein guter Mann. Ich kenne dich zwar erst seit ein paar Stunden, aber... Ja, Tuschel, ich finde dich auch ganz gut. Okay. Jetzt sollten wir mal irgendwas zusammen machen. Naja, ich will jetzt auch Abenteuer. So wie du. War schon gruselig, als die Kerzen ausgegangen sind. Ich bin eher ein Erfinder. Ja, mutig bin ich auf jeden Fall, das wohl. Ich habe damals ja auch die Geschichte gar nicht zu Ende erzählen können. Kannst du ja nachholen. Kurzfassung, ich würde ihm halt nochmal die Geschichte von Sarfais Speerspitze erzählen und dabei erzählen natürlich, dass ich den Arm abgeschlagen hat und nicht dieser Jalan, auch wenn der vielleicht andere Sachen behaupten könnte. Mit diesem Knüppel. Wie auch immer das funktioniert hat. Der war damals nämlich Rondra geweiht. Und ja, dann würde ich sagen, Pusche. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Du saufst dich erstmal noch ein bisschen zu. Ja, und so ich komme dann zu dir. So mache ich das. Ich suche mir eine Kneipe und dann. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um, ob ich hier vielleicht irgendwie rauskomme und nach meinen Eseln gucken kann. Gut. Und mit den Worten würde ich, ja, zur Mauer gehen und gucken, ob es da zum Beispiel bei dieser alten Mühle, von der er ja gesagt hat, dass das da irgendwie zu ist, aber ganz glauben kann ich das doch nicht. Den Schmugglerweg nachschauen und dann enttäuscht feststellen, dass das wahrscheinlich doch stimmt. Damit gehen wir in eine Pause. Dann, 6 Stunden später, geht die Sonne diesmal normal unter. Wir haben immer noch Winter. Während dieser Illusion sind natürlich die Wolkendecke im Verlauf der Stunden wieder aufgeklärt.
keine weiteren Sichtungen. Aber niemand weiß genau, was es damit auf sich hatte. Die Stadt ist immer noch im Chaos, immer noch gibt es einige rauchende Trümmerteile, Ruinen. Die Schlange vor dem Parana-Tempel ist immer noch größer geworden. Auch die anderen Tempel werden jetzt ähnliche Schlangen vor sich haben und die Geweihten helfen, wo sie können. Händering wird nach Hilfe gesucht. Aber das haben die Helden allesamt nicht mitbekommen, denn sie haben sich mit ihren Wunden zurückgezogen auf ihre eigenen Zimmer. Ragnar hat sich einen Weg über die Tempelhöhe gesucht und dort einen der Schmugglerpassagen genommen, schläft in der Herberge der gütigen Travier, während Jalan sich in die Taverne voller Hump zurückgezogen haben. Und die anderen Helden, beiden Zwerge, Torgosch und Ingnar, genauso wie Abelmir und Ömer, erwachen jetzt im Hotel Silander nach 6 Stunden Schlaf. Ihr seid unglaublich erholt und seid aktuell alleine im Zimmer. Keine der Diener vor Ort. Was möchtet ihr tun? Abelmir merkt, wie er so einen Arm um sich rumgeschlungen hat und von hinten irgendwas ganz nah an ihm dran gepresst liegt. Ich schlag jetzt meine Augen auf. Oh, guten Morgen, Sonnenschein. Euer Hintern ist echt eng. Nein, das ist falsch, tolomische Wort. Ne? Wie bitte? Ich wollte sagen, nicht eng, wie heißt das nochmal? Stramm. Ein strammer Hintern, ja. Ich springe aus dem Bett raus und merke, dass ich nackt bin, wahrscheinlich. Oder? Bestimmt. Ich stehe mal auf, ihr Großlinge seid wirklich seltsam. Ich dachte, die wären größer, also. Ich reiße das Bettlaken, also den Lacken vom Bett und schling's um mich. Dafür, dass sie 1 Meter größer sind, haben sie aber ganz schön kleine Dingdocks. Sieht halt aus wie bei so einem Kind, ne? Wie bei so einem Zwergenkind, ei. Ei. Ich schau mal ein bisschen mitleidig in Richtung Abel. Aber mir schämt euch nicht, ihr seid wahrhaftig ein schöner Mann. Ja, ich wenn schau du, mich in ein Zimmer um, wenn du ihn rasierst, sieht er größer aus. Ja. Wollt ihr mich rasieren, du Ruhrherr? Nein, ich schlapp mir meine Klamotten und geh ins Nebenzimmer. Ja, da immer noch das Badewasser, was mittlerweile kalt geworden ist, aber viele, viele Seifen, die du hier vorfindest, auch hier Blumen auf dem Waschbecken. Das Wasser fließt tatsächlich, ohne dass du da irgendwelche Eimer holen musst. Du weißt nicht genau, wie das funktioniert, aber na gut, im Horasreich hast du sowas auch. Zumindest in den guten Bild. Endlich. Schließ die Tür hinter mir und wasche mich ausführlich und zieh mich dann wieder an. Ignar tritt die Tür auf, steht dann drin. Ich hab Wasser gehört. Ist alles okay bei euch? Aus! Die Tür ist aufgebrochen, hängt in den Eingang. Aus! Ich schieb den wieder nach dem Zwerg nach draußen. Braucht die Hilfe, woher? Ja, schaff diesen Zwerg raus. Aus meinem Waschzimmer. Torgosch, Ignar, komm doch mal wieder her. Torgosch erwischt sich mit Wasser. Die Menschen müssen verrückt sein. Ja, der auf jeden Fall. Und schmeiß die Tür wieder zu. Ja, Ignar geht dann nach unten und schaut sich dann unten ein bisschen um. Mach nichts kaputt! Torgosch, soll ich mal gucken? Überzieht sich an, waschen denkt er gar nicht dran. Soll ich mal gucken, wo man hier irgendwie was zum Frühstücken bekommt, so was zum Beißen? Ich hab gehofft, hier könnte man vielleicht nur irgendwo was spielen. Glaubst du, hier kann man irgendwo was spielen? Was denn spielen? Ich hab noch Karten dabei! Ah! Wollen wir Karten spielen? Alles klar! Immer packt deine gezinkten Karten aus und fängt die an zu mischen. Ja, alles klar. Du bist spielsüchtig, das ne? Das finde ich jetzt hart. Du bist spielsüchtig, Torgosch? Ja, natürlich. Okay. Ja, dann los, die Probe. Wie ist der Einsatz? Keine Ahnung, da Oma immer... Ömer zieht es erstmal vorsichtig an und sagt erstmal, komm, wir spielen jetzt hier um einen Kupfer. Okay. Hauptsache spielen. Will jetzt aber nicht zu viel verlieren. Sinnschärfe, ne? Ja, genau. Ja. 19 gegen die 2. Ja, er gewinnt. Also, es sind dann Sternchen, die miteinander verglichen werden, ne? Ja. Ja, er gewinnt. Er gewinnt auch die nächsten 10 Runden. Ja, aber immer scheint irgendwie jetzt momentan erstmal um einen Kupfer spielen zu wollen. Er will das als Zeitvertreib nutzen, bis Abel mir endlich da rauskommt aus diesem Zusatzraum. Torgosch, ist aber ganz schön gut. Torgosch, Selbstbeherrschungsprobe erschwert um deine Spielsucht. Ah, stimmt, sonst kannst du nicht aufhören. Ja, warte. Nochmal nachgucken, wie viele. Und Abel mir eine Hauswirtschaftsprobe.